Die wahre Geschichte hinter Urban Legends. Das Ritual hierzu habe ich euch vor einiger Zeit schon vorgestellt. Checkt gerne das Video aus. Bloody Mary ist allerdings eine Geschichte, die tatsächlich auf einer wahren Person beruht, nämlich Maria Tudor. Sie war eine Königin von England von 1553 bis 1558. Maria hatte eine sehr traurige Kindheit. Sie wurde von der Familie verstoßen. Sie durfte keinen Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter halten. Ihre Eltern waren getrennt. Das war ja damals auch schon sketchy. Und sie wurde zunehmend auch depressiv. Nach einem sehr, sehr langen Kampf um den Thron wurde Maria dann irgendwann endlich Königin. Und da fing der ganze Albtraum dann an. Maria wollte Rache nehmen für alles, was ihr jemals in ihrem Leben passiert ist, was in ihrer Kindheit passiert ist. Und deswegen ließ sie reihenweise Protestanten hinrichten. Und daher kam auch ihr Name, die Blutige oder eben Bloody Mary.